Seite, das juckt mich ganz besonders. So wie ihn hier, Bo Carlsson, der schwedische Referee, glänzender Laune, strahlte, als er hier auf den Rasen kam und die Atmosphäre förmlich genoss. Ein Mann, in dessen letzten Spielen es eigentlich immer ganz besondere Vorfälle gab. Ich denke da an die Partie, die er geleitet hat in Marseille, zwischen Olympique Marseille und dem AC Mailand. Spezialist für 89 Minuten wird er seitdem genannt. Und an ein anderes Spiel, das er vor kurzem leitete. Mark Hughes sagte, das ist sein Talisman seitdem. Das Europapokalfinale, der Pokalsieger Manchester United gewann ja in diesem Spiel gegen den FC Barcelona. Auch Lothar Matthäus ist nicht ganz frei vom Problem, hat Probleme am linken Knie und er wird jetzt nach diesem Spiel nach Zürich gehen, dort auch eine Arthroskopie sich unterziehen. Es kann sein, dass er dann auch gleich operiert wird. Ian Rush und Dean Saunders beim Anstoß. Dieser Tower, die ist interessant, hat einen fürchterlich langen Abschlag, leitet damit oft Angriffe ein. Ian Rush. Thomas Berthold, der die Bucht meinte, er darf heute ruhig offensiver werden als zuletzt. Andi Brehme, der heute, weil Helmer auf dem linken Verteidigerposten spielt, ins linke Mittelfeld aufrücken darf, um von dort seine gefürchteten Flankenbälle nach innen zu starten. Mark Hughes. Sie sehen ihn eben aus dem Bild huschen, spielt gegen einen gefürchteten Abwehrspieler, gegen Mark Hazelwood. Just gewinnt das erste Duell gegen Buchwald. Saunders. Auch noch zu sehen, hier sehen Sie in der Bildmitte die beiden Spieler, Barry Horn. Barry Horn mit der Nummer 11 in der walisischen Nationalmannschaft spielt Sonderbewacher gegen Lothar Matthäus. Er ist Spezialist auf diesem Gebiet, machte dies zuletzt auch in Belgien gegen Enzo Schifo. Hier haben Sie die beiden. Am Anfang etwas Ruhe reinzubringen, denn die britischen Mannschaften, auch diese walisische Mannschaft, sind eigentlich gefürchtet, dass sie am Anfang unheimlich aufs Tempo drücken, den Gegner dadurch verunsichern wollen, und es wäre jetzt gut, etwas das Tempo rauszunehmen. Eines der Paare des Abends, Klinsmann und Hazelwood. Peter Nicholas. Buchwald folgt Hughes über das gesamte Feld, auch wenn er auf die Flügel ausweicht, zu dem. Sommer, Vorteil. Und gepfiffen von Burkhausen. Leistungs für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ja, sie pfeifen alle hier, aber es war klares Handspiel. Direkt gepfiffen. Mark Hughes. Zweifacher Torschütze im Europapokalfinale, gefeiert, als er hier aufs Spielfeld kam.
Dean Saunders. Barry Horn. Aber Helmer schon mit einer zweiten guten Aktion. Barry Horn, Sonderbewacher für Matthäus. Apropos Sonderbewachung, die deutschen Mittelfeldspieler versuchen durch häufige Positionswechsel dieses Bewachungssystem der Waliser zu durchbrechen, so wie eben Matthäus auf der linken Seite. Buchwald. Foulspiel von Kohler gegen Ian Rush. Man sieht schon jetzt, die Waliser sind unheimlich offensiv eingestellt. Stehen eigentlich jetzt mit Mann und Maus bis auf den Torwart in der deutschen Hälfte. Suchen direkt ihre Chance, direkt am Anfang. Deutsche Spitzen exzellent markiert, Klinsmann durch Eiselbutz und Völler von Melville. Jürgen Klinsmann. Und Völler. Breme. Erste gute Chance für die deutsche Fußballnationalmannschaft und erstaunlicherweise in der Szene zuvor von den viel zitierten englischen Bällen, die anders fliegen, die mehr flattern, die härter sind als die in Deutschland verwendeten. Neville Southall, der eigene Mann, irritiert. Na, die lieben es mit eigentlich Kanonenkugeln, muss man fast sagen, zu spielen, sind prall aufgefüllt. Bertolf macht das wahr, was Vogt von ihm wollte, wird offensiver. Erste gute Ansätze im Spielaufbau bei der deutschen Nationalmannschaft. Ja, der Matthias Sammer kann natürlich auch anders spielen als in den drei vorhergehenden Länderspielen. Denn er hat keine Sonderbewachung heute zu übernehmen. Nicht wie beim Spiel gegen die Belgier, gegen den Spielmacher Schifo, sondern hier kann er sich wie beim VfB Stuttgart als Spielgestalter auch Freiräume nach vorne schaffen. Dann ist er auch vorgefährlich. Alles auf engstem Raum. Haben Sie schon mal so viele Spieler in einem Bildausschnitt versammelt gesehen, meine Damen und Herren? Neville Southall, erstaunlicherweise in der Jugend hat er als Vorstopper begonnen, ehe er zu einem der besten Torhüter in Europa avancierte.
Hummels spielte schon zweimal mit dem VfB Stuttgart, als Hughes noch bei Bayern spielte gegen Mark Hughes und auch schon zweimal mit der deutschen Nationalmannschaft gegen ihn. Jedes Mal, was die Trefferausbeute, die nicht vorhandene von Hughes betrifft, erfolgreich. Buchwald. Das ist der junge Andrew Melville, 22 Jahre alt, kam durch die Verletzung von Eric Young, des farbigen Spielers, den Sie zuvor kurz auf der Dachbank der Waliser haben sitzen sehen in die Mannschaft. Völler. Aufmerksame Partie bis dato von Kohler gegen Rush. David Phillips. Na, das musste die Schiedsrichter pfeifen, ein bösartiges Foulrecht von Jules. Er hat zunächst mit Vorteil spekuliert, aber wurde zum Nachteil der deutschen Fußballnationalmannschaft entschieden im Endeffekt. Hellmann bei Borussia Dortmund, Libero. Debütierte ja in Schweden im Oktober letzten Jahres in der Nationalmannschaft, ebenfalls als Manndecker und Reuter. Ja, spielerisch haben sie durchaus auch was zu bieten, die Waliser. Das ist der Unterschied zu früheren Nationalmannschaften von Wales. Ja, und sind dazu speziell vorne im Angriff eigentlich für europäische Klasse sehr, sehr gut besetzt mit Jusch, mit Rasch und mit Saunders. Drei exzellente Spieler, alle technisch gut und auch alle drei torgefährlich. Wenigstens für einige Sekunden befand er sich in der Position des letzten Mannes, der Thomas Helmer. Zum dritten Mal Nachteil daraus entstanden für die deutsche Nationalmannschaft. Matthäus weicht immer mehr an die Seiten aus, um sich der Bewachung von Horn zu entziehen. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig für unsere Stürmer da vorne, weil die so unter Druck gesetzt werden, so gepresst werden von den walisischen Abwehrspielern, da den Ball zu halten. Buchwald äußerst aufmerksam gegen Hughes. Aus von der Eiffel und dann kriegt man Freistoß. Mark Eiselbund, 31, einer der härtesten Knochen im britischen Fußball von Preston City. Helmer bisher äußerst abgeklärt.
Anspielstationen. Das ist bis dato das größte Manko, vor allem für die Abwehrspieler, so wie hier Thomas Berthold. Bild. Er begann als Linksaußen, mittlerweile einer der besten Offensivverteidiger im britischen Fußball. Guido Buchwald versucht immer wieder, Mark Hughes davon zu laufen. Denn Hughes hat die Eigenschaft, nicht mit seinem Mann, das kennen wir aus vielen, vielen Spielen, zurückzugehen, sondern dann vorne zu warten. Ja, das ermöglicht dem Guido natürlich unheimlich viele Möglichkeiten, offensiv zu werden. Ähnlich wie beim Spiel bei der Weltmeisterschaft gegen die Holländer, wo er auch die Entscheidung mit seinem Pass herbeigeführt hat. Starken Leute kommen. Hazelwood und Andrew Melville. Sie werden gleich Umgruppierungen in der deutschen Hintermannschaft bei solchen Standardsituationen sehen. Da spielt Berthold nicht mehr Libero, sondern Mandecker gegen einen aufrückenden walisischen Abwehrspieler. Und Helmer besetzt die Position des freien Mannes. Ja, sieht fast aus, als wollen sie direkt schießen, gar nicht flanken. Und Hazelwood gewinnt schon zum zweiten Mal ein Kopfballduell. Zuvor gegen Reuter, jetzt gegen Völler. Erfolgreich. Ja, man schenkt ihm keine Sekunde eigentlich Verschnaufpause. Geht hoch und runter und das macht natürlich die Spieler nervös. Die werden unter Druck gesetzt und provozieren dadurch natürlich auch Fehler. Schlachtenbummler machen sich zum ersten Mal akustisch bemerkbar, mit Pfiffen begleitet von den knapp 38.000 walisischen Fans. Knapp 20 Minuten dieses Spiels waren weniger ein hochklassiges Fußballspiel, denn eine Zweikampforgie.
deutsche Mannschaft ein Problem, sie findet keine Anspielpartner, weder im Mittelfeld und erst recht nicht im Sturm. Und ich glaube, sie wäre gut beraten, wenn sie mal über die Außenposition kommen würde, über links und rechts außen, denn da ist keine Bevölkerungsdichte wie eben im Mittelfeld hier. Matthäus ist aus dem Spiel im Moment, tummelt sich rechts wie links. Horn hat dies geschafft, dem deutschen Mittelfeld zunächst einmal das Herzstück zu entziehen. Berthold orientiert sich mehr und mehr aus der Abwehrkette weiter nach vorne, um das Spiel zu machen. Deshalb die Probleme. Hier kommt er. Logischerweise nicht mehr der schnellste Peter Nicolas, der eben das Laufduell verlor mit 31 Jahren. Ja, man muss auch, Stefan Heuter ist wahrscheinlich der schnellste Mann hier auf dem Platz. Der ist irrsinnig schnell, wird er nicht umsonst Turbo genannt. Breme könnte den Raum nach vorne viel mehr nutzen. Offensiver werden Buchwald. Er nutzt ihn. Und Feller. Hat er geschickt gemacht, Reuter! Tolle Chance! Das lernt man in Italien, wie der Rudi Völler seinen Abwehrspieler da geschickt. Getreu dem Motto des Armsparks hier in Cardiff. Mit den Armen auf Distanz hilft, um Reuter die Schusschance zu eröffnen. Ja, gut, auch vom Klinsmann, wie er den Ball durchgelassen hat. Für den einschussbereiten Reuter war Pech, hat nicht mehr viel gefehlt. Erst im letzten Jahr debütierte in der Nationalmannschaft gegen Costa Rica. Portal Kohler. Der Schiedsrichter ist im Moment sehr, sehr großzügig. Mit Vorteil eigentlich für beide Mannschaften. Konnte man fast faul pfeifen für die walisische Mannschaft in dem Fall. Bertie Fuchs, Wales erfahren, auch als Spieler. Viermal spielte er gegen Wales. Einmal habe ich mit ihm hier zusammengespielt, im Nachbarnstadion, 2-0, gewonnen. Und damals gegen einen sehr hartnäckigen Gegenspieler. Ja, Jones war bis zum heutigen Datum der Rekordnationalspieler. Ist jetzt eingeholt worden von Peter Nicolas, dem Mann mit der Nummer 7. 72 Länderspiele haben sie seit heute beide. Nicolas hier eben am Ball, schade. Waren wir gleich wieder weg mit der Kamera und sind auf Rasch. Hier ist Nicolas. Helmer äußerst geschickt im Zweikampf bisher gegen den derzeit stärksten walisischen Fußballspieler, gegen Dean Saunders. Heftig umworben, nachdem er mit seinem Club Derby County abgestiegen ist. Zwar noch Vertrag von einem Jahr besitzt, aber die Späher aus Italien, aus Frankreich und vor allem von Leeds United und von Liverpool sind heute hier, um ihn eventuell nach dem Match unter Vertrag zu nehmen. Für, so hört man, 10 Millionen D-Mark. Der gegnerischen Hälfte hinterher eilte. Er wird zum Glück verstopft und das ist gefährlich geworden.
plötzlich wieder so kleinlich. Das ist das Lustobjekt aller Clubs, Dean Saunders gewesen. Er ist ein guter Spieler, schnell, dribbelstark und durchaus auch torgefährlich. Wo man sagen muss, bisher ist die walisische Angriffsreihe sehr gut bei der deutschen Abwehr aufgehoben. Einige Haare, so hat er uns erzählt, der Mark Edelbott, habe er in den Spielen gegen Deutschland gelassen. Der Saunders, exzellent gemacht. Aber Glück für Kohler, dass die Situation so bereinigt werden konnte. Matthäus deutet, sehen Sie alles nicht im Bild, pausenlos, wen Sie anspielen sollen. Hilfesuchend nach dem Motto, mich bitte nicht, denn ich bin ja gedeckt. Es gibt eigentlich auch nur eine Lösung, das heißt, die Abwehrspieler müssen sich regelmäßig aus der Abwehr lösen und eben mit sich in das Offensivspiel einschalten, weil sonst kommt kein Spiel zustande, ganz einfach. Die deutschen Spieler sind im Mittelfeld und im Angriff zu gut gedeckt. Hughes gar nicht mal hochgesprungen, kannte die Stärke Guido Buchwalz schon. Vielleicht ist jetzt ein ruhiger Moment dafür, zur Ehrenrettung Guido Buchwald sagen. Sie werden das vielleicht, was Sie eben gesehen haben, zu Hause als technische Schwäche von ihm gedeutet haben. Sie werden auch schon einige Abspielprobleme bei den deutschen Spielern erkannt haben. Das liegt in erster Linie auch am Ball. Wenn man auf den haut, dann bewegt sich der über etwa 5 Meter, dann bleibt er tot liegen, wo er sich normalerweise über 10 bis 15 Meter bewegt. Ein lebloses Objekt, so haben die deutschen Spieler gestern im Training dazu gesagt. Bonhoff, den Sie eben gesehen haben, Wales erfahren, auch Cardiff erfahren, als Spieler. Und der Schachzug, den wir schon angedeutet haben, Helmer versucht sich jetzt mehr in der Mitte und Berthold rückt ins Mittelfeld. Saunders. Phillips. Auch beim Kopfball von Matthäus haben Sie gesehen, der Ball, der fliegt ganz anders als normal. Jetzt läuft es mal andersrum. Matthäus gegen Horn. Greift sich wieder an den rechten Oberschenkel. Eine Muskelverhärtung, die ihn schon seit Wochen plagt. Gestern kam sie im Abschlusstraining wieder zutage. Ich habe das dumpfe Gefühl, das geht nicht mehr allzu lange gut.
Das ist auch gefährlich, weil aus einer leichten Muskelverletzung, wie sie hier auch bisher der Fall ist, wird schnell auch Muskelfaserriss oder sogar Muskelriss. Man muss schon vorsichtig sein. Bei dem Sprint offensichtlich wieder zutage getreten. Lothar Matthäus und Spiele gegen Wales, Passionsspiele. Mark Eselwood. Vor allem, es bringt auch nichts, wenn man gegen diese walisische Mannschaft nicht 100% fit ist. Es ist ja absolut bisher kein technisch hochstehendes Spiel, aber es ist ein Kampf drin, wie er hier auf der Insel eben an der Tagesordnung ist. Das interessanteste Duell bisher. Helmer gegen Saunders. Der jetzt in der Nähe von Reuter sich aufhielt. Außenverteidiger Paul Bodin. Terry Europe in der Bildmitte. Kennt der Kalle auch noch gut? Leider ja, unangenehme Erfahrung, denn er hat mal einen Spieler von Bayern München First zusammengedreht, den Björn Andersson, beim Europacup Endspiel. Heute Coach der walisischen Nationalmannschaft. Hier nicht. Also ich würde sagen, beklagen brauchen sich beide Mannschaften nicht, denn wenn man hier sitzt, geht ganz schön zur Sache. Also zum Glück rechtzeitig vor, bevor ihn erwischt hat, hochgesprungen, sonst hätte es böse ausgehen können. Buchwald aufgeschnitzt gegen Mark Hughes. Hat der Mark Hughes geschickt gemacht, blieb unten kleben auf dem Rasen. Hat diesen Freistoß geradezu provoziert. Gelbe Karte gegen Thomas Berthold. Die erste für die deutsche Fußballnationalmannschaft im Rahmen der EM-Qualifikation. Das ist eine dumme gelbe Karte wegen Meckern und kann durchaus noch gefährlich werden. Dass er ihm den Ball ins Gesicht geworfen hat, dem Lothar Matthäus, dennoch gelbe Karte ausgerechnet in seinem Rekordländerspiel für Peter Nicholas, der ein bisschen sauer war in den letzten Wochen, denn man hat ihn vom Erstdivisionär FC Chelsea aufgrund doch nachlassender Leistungen in die zweite Liga zum FC Watford transferiert. Gefährliche Entfernung. Gute 20, 21 Meter und der Boden ist sehr, sehr nass, sehr glitschig. Macht Paul Bodin den linken Hammer aus oder schießt Phillips? Bodin. Gegen Radcliffe, den Ausputzer der walisischen Nationalmannschaft. Die
Die Briten in der deutschen Nationalmannschaft, Buchwald und Kohler, halten weiter fleißig dagegen. Da wollte sie abseits spielen und der gute Helmer ist hinten geblieben. Bodin wird immer offensiver. Die Faustabwehr von Bodo Ebner ist sicherlich nicht optimal, aber auch da hat man wieder gesehen, wie schwer dieser Ball hinauszuboxen ist. Wie ein Stein, so erzählte Bodo Ebner nach dem Training. Nicholas. Toller Schuss von Barry Horn. Und FC ist now stepped in. Lebensgefährlich, ansatzlos geschossen, dadurch sicherlich auch für Ückler sehr, sehr spät zu sehen. Nachdem er zunächst Matthäus ausgeschaltet hat, wird er jetzt plötzlich frech und frecker. Dieser Barry Horn. Matthäus greift sich abermals an den rechten Oberschenkel. Abseits. Aber Berti Fuchs tat gut daran, diesen Mann hier, Matthias Sammer, nicht etwa als Sonderbewacher für Mark Hughes zu verschleißen, sondern ihm die Freiheiten zu gewähren, die er ja so prächtig nutzte im Spiel des VfB in Köln. Könnte sogar noch mehr daraus machen. Sicherlich mehr. Er spielt sicherlich in der Nationalmannschaft bisher unter seinen Möglichkeiten. Die sind weitaus größer, als er hier bisher heute gezeigt hat. Ausnahmsweise Kohler bei Hughes. Schaut zur Mitte. Hat Buchwald den Rush. Und genauso ist es. Bertold macht ein gutes Länderspiel bisher. Er ist weitaus offensiver als in den anderen Länderspielen. Aber so wie er sich durchsetzt, das offenbart die Routine, die er sich vor allem in Zweikämpfen gegen oft überhart zu Wert gegen die italienische Abwehrspieler angeeignet hat. Ja, er muss sich auch Respekt verschaffen, weil die Abwehrspieler und da speziell Melville gehen schon ganz schön zur Sache und durch solche Aktionen wird er sich sicherlich da Respekt verschaffen. Die deutsche Mannschaft müsste meiner Meinung nach etwas mehr agieren. Sie reagiert im Moment zu sehr auf den Gegner. Und wie schon fast befürchtet bei diesem Pass von Bertold, da hat seinen Bruder wieder mit ins Spiel gebracht. Den Namen Fly Cruz, aber ist ja alles nochmal gut gegangen. Matthäus. Und Helmer.
schon irrsinnig schnell. Und Matthäus im eigenen 16-Meter-Raum zum zweiten Mal erfolgreich. Dieses Mal gegen den abermals aufgerückten Verteidiger Bodin. Er hat keinen direkten Gegenspieler, der linke Verteidiger, der Waleser, und hat dadurch natürlich auch die Möglichkeit, regelmäßig sich vorne einzuschalten und macht das ganz schön geschickt und gefährlich. Da war es gerade 5 vor 12, wenn der Lothar nicht rechtzeitig mit zurückgekommen wäre. Wie Guido Buchwald so rasch wieder in Form kam nach der langen Verletzungspause. Schon in der Meisterschaft zu sehen. Vor 3 Wochen hätte er noch nicht dran geglaubt, dass er heute hier wieder dabei sein kann. Das ist der Ausputzer, Kevin Radcliffe, Mitte der 80er Jahre, sicherlich einer der zähesten, schnellsten und besten Innenverteidiger in England beim FC Everton. Mittlerweile nicht mehr ganz so stark, aber immer noch Fixpunkt der Abwehr in der walisischen Hintermannschaft. Das Spiel des Jahres, so meinten die Fans vorher. Heute gibt es keine Rivalitäten, so haben sie uns erzählt. Wrexham, Swansea oder Cardiff. Heute schreien wir nur für Wales. Ja, das ist klar, Sie haben nach 33 Jahren zum ersten Mal wieder die Möglichkeit, an einem wichtigen Turnier teilzunehmen, wenn Sie dort deutsche Mannschaft heute schlagen würden. Und das ist sicherlich Grund genug, um hier vereint aufzutreten. Dies wäre das Rezept. Flügel, Flankenwechsel, so wie hätten von Bremer auf Reuter vollzogen, um eine oft in der Nähe des ballführenden deutschen Spielers massierte walisische Mannschaft konzeptionell auseinanderzuziehen. Viel zu wenig bis dato praktiziert. Zum Ende der ersten Halbzeit, bei dem Spielstand, den wir ja vor 2 Jahren am Ende des Matches auch schon erlebten, 0:0, bleiben als Aktivposten in der deutschen Mannschaft festzuhalten, Abwehrspieler. Kohler gegen Rush, Buchwald gegen Hughes und vor allem Helmer gegen Saunders. Im Mittelfeld bisweilen Riesenlöcher und Lücken. Bisher das Manko im deutschen Spiel. Aufbauarbeit aus dem Mittelfeld heraus. Matthäus ausgeschaltet. Auch Matthias Sammer kommt nicht so zur Geltung. Und Reuter und Breme machen viel zu wenig Druck über die Flügel. Deshalb die Sturmspitzen meist auf sich allein gestellt. Juri Völler. Tolle Aktionsfeuer von Lothar Matthäus. Thank you.
Stefan Reuter, so wie er gegen die UdSSR ein herrliches Tor erzielte. Da trifft er Jürgen Klinsmann. Und Neville Stausel, der Mann vom Bau, Maurer hat er gelernt, wer ihm jemals, so wie ich, dummerweise die Hand gegeben hat, der weiß, dass er die wie einen Schraubstock zu benutzen pflegt. Schuss direkt genommen, war sehr schwierig zu nehmen. Immerhin zwei, drei gute Möglichkeiten für die deutsche Nationalmannschaft. Eine hochkarätige Chance für Wales. Spielstand 0:0. Spielerische Klasse bis dato Fehlanzeige. Das Geschehen spielte sich meistens in der Nähe der Mittellinie ab. Kampf war Trumpf, wie wir es nicht anders erwartet haben. Damit geben wir mit diesem ersten Zwischenfazit bei einem torlosen Zwischenstand nach 45 Minuten nach Deutschland zum Tagesthemen-Telegramm. Unter Barry Horn, Sonderbewacher 45 Minuten lang für Matthäus, hängt jetzt an den Fersen von Doll. Hier haben Sie die beiden im Bild. Haben Sie es gesehen mit unserem berühmten Ball? Auch er muss sich dran gewöhnen. Den hätte er normalerweise locker als Flanke zur Mitte gebracht. Rasch. Thomas. Und der verkappte Linksaußen Bodin. Der Linienrichter, der die Fahne sofort oben hatte, hatten den Ball hinter der Torauslinie gesehen. Eckball. Und jetzt kommen sie wieder, die langen Kerle, Nummer 4, Nummer 5, Hazelwood, Melville. Berthold sofort. Schön zu sehen bei Melville. Klinsmann ist gut gestartet, aber rein interfraktionell gesehen hat das nicht funktioniert. Stimme von Bertie Vogts ist zu uns heraus deutlich zu vernehmen. Bleibt Wales dank Zweikampfgeschick von Hughes im Ballbesitz. Bei aller technischen Klasse, die Dean Saunders hier schon zeigte, vor allem die technischen Raffinessen,
gefallen uns durchaus. Sieht sich Thomas Helmer nach wie vor sehr, sehr gut und vor allem sehr geschickt aus der Affäre. Nicolas. Der famose Rasch hier ist bisher die einzige Enttäuschung in der Angriffsreihe, denn auch Huge gegen Buchholz. Hochinteressanter Zweikampf. Und der Rasch gegen Kohler überhaupt keinen Stich bekommt bisher. Brasilianer, da staunt der Mark Hughes. Und Beifall gibt es für diese Szene des Abwehrspielers von Thomas Doll. Also Rush Hour hat heute hier in Cardiff nicht mit Happy Hour zu tun, der Grund heißt Cola. Herrlich die Backen auf, wenn er läuft, der Thomas Doll. Seine Mannschaftskameraden meinen ja oft scherzhaft, man könnte ihn auch für ein Blasorchester melden. Das ist der Mann, der Stefan Reuter weitgehend, und das war wahrlich nicht beabsichtigt, von Bertie Fuchs in die Defensive gedrängt hat, Paul Bodin. Unentschieden, ich muss nicht hoffen. Fällt auf, dass leider vom Mittelfeld zum Sturm irgendwie die Bindung fehlt. Helmer dieses Mal bei Hughes.
Phillips wird die Sperre von Clayton Blackmore vom Europapokalsieger Manchester United in die Mannschaft gekommen und abseits von Dean Saunders. Von Hessler bis Vogt. Ball von den Außenpositionen mehr als halb hoch in den gegnerischen Strafraum. Stürmerfoul von Ian Rush gegen Jürgen Kohler. Ja, auch wenn die Zuschauer pfeifen, hat ihn ganz klar geklammert, hat ihn runtergedrückt. Gut gesehen von Bo Carlsson. Er sieht fast so aus, als wären die Schritte der Waliser etwas länger, etwas langsamer. Und die deutsche Mannschaft dadurch etwas besser ins Spiel. Aber was auffällt, sind unheimlich viele Missverständnisse im Spiel. Hier wird deutlich gesehen, wie schwer das sogar für einen Neville Southall ist, diese Eier mit viel Power über die Mittellinie zu bringen, bis zum gegnerischen Strafraum. Sie kosten auch nur 100 D-Mark im Vergleich dazu. Das fränkische Produkt aus Herzogenaurach doppelt so teuer. Sollen wir schon nach Hause gehen oder was ist los? Ja, es verflacht zusehends, muss man ganz klar sagen. Fühlt sich überhaupt nicht, hat keinen Raumgewinn, nichts. Nein, man muss allerdings auch klar und nüchtern sagen, dass dieses 0-0 für die deutsche Mannschaft eher positiv ist als für die Waliser. Denn es gibt noch dieses Rückspiel in Nürnberg, wo die deutsche Mannschaft dann allerdings auch gezwungen sein wird zu gewinnen. Und jeder erinnert sich noch an das Spiel in Köln zur WM-Qualifikation, was da nur mit Mühe 2-1 gewonnen worden ist. Die Musiker sind hier zu Hause, nicht nur, weil sie eben eingeblendet waren. Tom Jones, unweit von hier geboren, genauso Shirley Bassey, aus der Nähe von Cardiff stammend. Aber wo ist der Goldfinger jetzt im deutschen Angriff? Das Gefühl, dass der Respekt beider Mannschaften voreinander enorm ist und dass das sicherlich den Spielfluss sehr, sehr hemmt. Kommt kein richtiger Risikopass nach vorne, wird wenig riskiert insgesamt sowieso. Die man durch die Mitte kommt, denn in der Mitte ist eine Anzahl von 15 Spielern, während links und rechts außen jeweils deutsche Spieler frei sind, wenn man da schnell wechselt. Das wäre das richtige Konzept, um diese massive Abwehr dann auch zu knacken. Also im Moment sieht es im wahrsten Sinne des Wortes nach Rugby aus. Gedränge im Mittelfeld. Im Moment wahrlich kein schön anzusehendes Spiel.
toll. Ja, ein tolles Eigentor geworden. Hat er seine alten Stürmerqualitäten in der falschen Richtung unter Beweis gestellt. Paul Bodin. Des bis dahin wirklich gut spielenden Thomas Berthold. Der heutige Abend symbolisiert geradezu den Fußballspieler Thomas Berthold, ein Supertalent, das bis dato mehr als nur viele Talentproben am heutigen Abend abgelegt hat, aber eben gelegentlich nach wie vor unbeherrscht. Er tritt nach gegen Kevin Radcliffe, eindeutige Entscheidung, Platzverweis. Und das in einem Moment, wo wir das am allerwenigsten gebrauchen können. Schauen Sie mal auf die Bildmitte. Am Boden Radcliffe. Jetzt kommt er und mit dem linken Fuß tritt er nach. Gibt nichts zu deuten. Ja, man muss allerdings auch klipp und klar sagen, dass Radcliffe ihn provoziert hat. Er hat sich natürlich dann blödsinnigerweise zu einem Revanche-Foul hat hinreißen lassen. So, Berti Fuchs kann man ein Spielfeld ran. Kann nur eine Entscheidung geben. Helmer spielt ab sofort Libero. Saunders bekommt einen neuen Bewacher. Also es geht eine Überlegung wert, schlicht und ergreifend noch einen deutschen Stürmer rauszunehmen und Effenberg zu bringen, weil taktisch wird sich jetzt etwas verändern müssen. Der wichtigste Mann in der Abwehr ist raus, der Libero. Oder er lässt Stefan Reuter Libero spielen, wäre auch eine Variante. Vielleicht sogar die klügere. Denn Helmer hat so gut gegen Saunders gespielt. Das sieht fast so aus, hat sich da in die Mitte orientiert. Reuter wird Libero spielen, Helmer bleibt bei Saunders. Sicherlich die richtigere Entscheidung. So eine dumme Vorahnung, dass damit jetzt sicherlich ein walisischer Angriff angeblasen wird, denn die werden jetzt gegen Zehmann sicherlich noch mal Lunte gerochen haben. Man merkt es auch hier bei den Zuschauern, die waren fast am Einschlafen und jetzt sind sie auch mal wieder hellwach geworden. Das einzuschlafen schien, hat der Thomas Berthold neues Brennholz reingeworfen. Schaut doch mal die Schrittlinge von dem Nikolas an, dann wisst ihr, warum der mittlerweile in die zweite Division abgeschoben wurde. Abseits. Me, Ducking im Rush, gibt's ja wohl gar nicht. Er schien recht zu haben, denn ich glaube nicht, dass er Abseits war, aber maximal gleiche Höhe und das ist ja nicht mehr Abseits. Auf der rechten Verteidigerposition erleben wir jetzt eine Premiere. Jürgen Klinsmann als rechter Verteidiger gegen den offensiven Abwehrspieler der Waliser, gegen Paul Bodin und Doll.
besetzt die zweite Position des Stürmers neben Rudi Völler. Klinsmann spielt Reuter und Doll spielt Klinsmann. Hier haben sie ihn. Und der neue Libero, Stefan Reuter. So, jetzt ist Klinsmann vorne und Bodin hat keinen Mann. Ja, aber Sammer macht zu, da brennt jetzt nichts schon, glaube ich. Nochmal Klinsmann mit Defensivqualitäten. Im Armspark in Cardiff. Und wieder Bodin. Zufall bei Rasch. Rasch und Eis. Erste gute Szene. Und Tor. Da befindet sich der Jürgen Kohler einmal in diesem Spiel. Der Position des linken Mittelfeldspielers in der Nähe der Mittellinie. Guido Buchwald in dieser Szene zu sehen. Doch nicht schnell genug, so schnell wie er vor seiner Verletzung war. Ian Rushs erste gute Szene. Und nicht Rush Hour, sondern Rush Minute im Arms Park in Cardiff. Und Führungstreffer für Wales. Zum 1:0. Ja, da sieht man, Ilgner trifft keine Schule, war chancenlos. Ich habe am Anfang gemeint, er hätte vielleicht rauskommen können, wie man hier sieht, aber der Ball ist nicht weit genug, dass er ihn außerhalb des Strafraums angreifen kann. Es tut mir leid, meine Damen und Herren, dass ich habe seine spielerische Klasse bis zu seinem Ausscheiden ja oft genug gewürdigt am heutigen Abend. Hat wirklich eine gute Partie gespielt. Aber das hat uns leider, man muss es so sehen, ein Mann durch seine Unbeherrschtheit heute Abend eingebrockt. Und Stefan Effenberg vor seinem Länderspieldebüt. Das Dümmste, was jetzt passieren dürfte, dass man taktisch aufmacht hinten. Denn das Torverhältnis spielt bei der Europameisterschaftsqualifikation eine gehörig wichtige Rolle. Und dieses 1:0 ist doch im Rückspiel zu egalisieren. Beziehungsweise da sind noch Spiele gegen Belgien und Luxemburg. Man darf jetzt nicht taktisches Harakiri spielen, auf keinen Fall. Dieses Tor war ein Musterbeispiel, meiner Meinung nach, für taktisch unkluges Verhalten mit 10 Mann. Die deutsche Mannschaft viel zu weit aus der Abwehr herausgekommen. Es war kein Libero mehr hinten. Kohler stand auf der linken Seite im Mittelfeld. Buchwald 1-1. Das kann er nicht packen im Moment.
sind 22 Minuten zu spielen im Arms Park von Cardiff. Ja, es ist wichtig, dass die deutsche Mannschaft, nicht die Moral verliert. Sie scheint so ein bisschen psychologisch down zu sein. Wichtig, dass sie jetzt dagegen hält, denn ich glaube, in der Schlussphase ist für die deutsche Mannschaft noch alles drin. Hier haben wir ihn, Stefan Effenberg. Wird auch von der Konzentration her. Jetzt Becker liegt mehr so stark wie in der ersten Halbzeit. Seine Schritte schleppen, das schaut sich das an. Er ist normal, er ist müde. Er ist gerade jetzt von einer schweren Verletzung zurückgekommen. Deshalb wird wohl Effenberg für ihn kommen. Wäre Berti Vogt zu raten, das wäre die logische Auswechslung. Denn jetzt muss ein frischer Mann frischen Wind bringen. Würde uns als zusätzlicher Stürmer mit Karl-Heinz Friedrich nützen, wenn nach wie vor aus dem Mittelfeld heraus nichts kommt. Ein Totalausfall am heutigen Abend. Das gesamte deutsche Mittelfeld ist bekannt bei Matthäus und sie können alle anderen mit hinzunehmen. Auch Matthias Sammer weit von der Form der letzten beiden Spiele entfernt. Nur mit disziplinierter, guter Abwehrarbeit allein kommt die deutsche Mannschaft hier nicht zum Erfolg. Matthias Sammer, vielleicht geht dem ja das ein bisschen aufregend. Seine wahre Klasse, auch nach vorne, hier jetzt noch zu zeigen. Philipp, toller Angriff, wie man sieht, und dann die gut getimter Kopfball ab. Außer leider gut gehalten. Fußballnationalmannschaft, dann war er erst einmal auf Schnupperkurs beim Lehrgang in Grünberg. Da glaubte er nicht daran, mitgenommen zu werden, fuhr dennoch mit und dann ist er plötzlich Nationalspieler. Stefan Effenberg. Ja, muss ganz klar sagen, er war der konstanteste Bayern-Spieler in diesem Jahr und das direkt in seinem ersten Jahr, nachdem er von Mönchengladbach zum Saisonanfang gewechselt ist. Sieht so aus, als wenn er Sammer auswechselt. Der da jetzt zur Außenlinie läuft. Ist mir etwas unverständlich, auch wenn er sicherlich keine große Leistung am heutigen Tag vollbracht hat. Aber ich glaube, Guido Buchwald ist so ziemlich mit seinen Kräften am Ende. Sammer schüttelt den Kopf. Berti Vogt will wohl die Pärchen, die sich gebildet haben, nicht trennen.
eine gute Viertelstunde und Wales führt mit 1:0 gegen den Weltmeister. Es wäre übrigens die erste Niederlage in einem Spiel gegen Wales. Es waren 8 Spiele bisher, 4 Siege, 4 Unentschieden. Und die erste Niederlage für die deutsche Nationalmannschaft nicht nur unter Ferdi Vogt, sondern nach 16 Spielen in Folge, in denen man ungeschlagen ist. Der Kevin Keegan von Wales. Nicholas. Links von Füller! Das wäre es gewesen. Er hat daneben gedreht, hat den Ball nicht getroffen. Aber es wäre eh abseits gewesen. Deshalb braucht man sich vor Dorf legen. Leider. Tolle Flanke von Bremer und dann uneigennützig aufgelegt mit dem Kopf von Jürgen Klinsmann. Aber Klinsmann zuvor im Abseits. Wieder sich gerade die Fahne oben. Na, das sieht so aus hier in dieser Einstellung. Böller zunächst schon im Abseits, da war die Fahne schon oben. Aber von dieser Sorte Flanke von Andy Bremer haben wir heute leider viel zu wenig gesehen. Er ist kaum dazugekommen, er hat viel zu tun auch hier mit der Nummer 2 Phillips, wie die eigentlich die gesamte walisische Mannschaft, auch inklusive Abwehrspieler, sehr, sehr offensiv sich hier heute präsentiert hat. Effenberg auf der Position, die er auch bei Bayern bekleidet, der des zentralen defensiven Mittelfeldspielers. Gibt nichts zu deuteln. Paul Effenberg an Hughes. Tja, meine Damen und Herren, da waren es nur noch 10 Minuten. Und Wales führt 1:0. Besserung nicht in Sicht.
was die spielerischen Elemente der deutschen Fußballnationalmannschaft betrifft. Fußballspieler, dieser Mark Hughes. Für mich der beste Mann hier auf dem Platz. Und Trauer bei Lothar Matthäus. Das Herz der deutschen Mannschaft, ansonsten vor allem bei der Weltmeisterschaft, spielt heute von Beginn an nicht im richtigen Rhythmus. Lothar Matthäus. Taktisch ganz clever die Waliser. Horn zog Matthäus den Zahn. Und jetzt triumphiert der Kampfgeist, der Fighting Spirit der walisischen Nationalmannschaft. Und darf nicht der Weg sein der Deutschen im Angriffsspiel, denn die Waliser sind ganz einfach in der Luft zu überlegen, dass man dann mit hohen Bällen agieren sollte. Man muss über die Flügel kommen, das passiert viel zu wenig hier. Auch wenn er im deutschen Strafraum kaum etwas zu Wege brachte, aber was er im Mittelfeld zu einem technischen Raffinessen zeigt, jetzt ist er Ball, der Dean Saunders, das war durchaus sehenswert. Guter Fußballspieler, gibt gar keinen Zweifel. Das Motto der letzten Minuten heißt Hickhack. Das ist die kurze Formel dieses Spiels. Ja, dann schon unbefehlt. Fast gelbverdächtig. Das war für uns einen unglaublichen Kampfball an den Tatsächlichen Rudi Völler. Aber erfolgreicher war der Kollege, den wir eben gesehen haben, und jetzt wiedersehen, Ian Rush.
obwohl man sagen muss, eigentlich nur in einer einzigen Szene. Ansonsten hat ihn Jürgen Kohler total im Griff gehabt, aber leider in der Szene war er vorne und Buchholz gegen ihn zweiter Sieger. Steiner fällt dann den Torjäger aus. Im Abseits. Ja, der deutsche Mannschaft läuft so langsam die Zeit davon. Knappe 5 Minuten noch. Härtegrad dieser walisischen Mannschaft sicherlich nicht zu verachten, der Kampfgeist immens, aber dennoch, man muss ihnen, und man tut das ja gerne, ihnen bescheinigen, sie haben ja durchaus auch spielerisch was zu bieten. Warum nur so wenig Flanken von Andi Brehme? Kaum flankt der Andi Brehme jetzt schon zum zweiten Mal. Dann wird es gefährlich mit diesen raffiniert nach hinten angeschnittenen Dingern. Zwei dicke Möglichkeiten für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Tolle Flanke, wie man hier sieht. Und auch der Jürgen, gut geköpft. Beim zweiten Mal kommt er nicht mehr richtig dran. Und der Pächter sind wegspringt. Neville Southall, ein Plattemann zwischen den Pfosten vom FC Erlangen. Wo er da nicht mehr ganz so glücklich ist wie früher. Der Einsatzwille der deutschen Mannschaft ungeheuer. Doch eines muss nach wie vor weiter festgehalten werden. Man versucht die walisische Mannschaft mit den Waffen von Wales jetzt zu schlagen. Übersicht immer noch nicht in dem Maße vorhanden, wie ich es mir von einem Weltmeister gewünscht hätte. Das ist natürlich auch schwierig. Man spielt zu 10, nicht einzeln, da die Nerven zu bewahren. Das ist wahnsinnig schwierig, aber es ist ohne Zweifel nicht die richtige taktische Waffe, eben blind nach vorne reinzuflanken, sondern wie es eben der Andi Brehme gemacht hat, das wäre sicherlich die richtige taktische Waffe gewesen. Das bin ich doch gewöhnt, schauen Sie sich an, wie er streift. Das haben wir in England jeden Tag. Ein Bär von einem Mann zwischen den Pfosten des Waliser Gehäuses. Gary Speed, eines der größten Talente. Derzeit in England erster Division, kommt für den Beifall um raus, das Spielfeld verlassen Team Saunders. Gary Speed mit 21 Jahren von Leeds United. Flügelstürmer mit einem, so sagen sie hier, unglaublich starken linken Fuß.
den rechten Saunders, folgt der linke Speed. Fotografen scharen sich alle um die Bank von Wales, um Terry Joris, den früheren walisischen Nationalspieler, der mit hocherhobenem Zeigefinger dort unten steht und mit der 1 anzeigt, 1:0 werden wir gewinnen, oder? Ja, die Spielzeit ist um, es wird jetzt vielleicht ein, zwei Minuten noch nachgespielt werden, aber es wird schwierig für die deutsche Mannschaft. Und Effenberg, fast noch die zweite Chance. Ja, jetzt kommt noch Pech dazu. Ja, Doppelpassversuch und dann ist der walisische Spieler in dem Ausfall. Und noch kein Schlusspfiff.